Wer eine entsprechende Optik besitzt, und dabei spielt es absolut keine Rolle, ob das hier ein Zielfernrohr ist, ob das ein Spektiv ist, ob das ein Fernglas ist, ein Monokular ist, ist vollkommen egal, wird nicht drumherum kommen, hier und da mal auch seine Optik sauber zu machen. Die Optik sauber machen ist immer eine etwas defizile Sache, weil die Gläser in diesen entsprechenden Optiken eher empfindlich sind und dort auch zum Teil Dichtungen drin sind, wo keine Flüssigkeit reinlaufen sollte, etc. etc. pp. Dass man hier einfach ein ganz klein wenig etwas beachten sollte. Ich möchte euch hier in diesem kurzen Video zeigen, womit man die Optiken sauber machen kann, welche Produkte man hier verwenden soll, wie man das am geschicktesten macht, etc. und steigen direkt ein. Also, wollen wir mal loslegen. Womit können wir denn Optiken sauber machen? So, wir haben jetzt hier vorne das große Glas. Das ist ja ein 50er Durchmesser. Das heißt, da haben wir schon ein bisschen Platz. Was wir immer als erstes machen sollten, ist losen Schmutz entfernen. Und das geht am besten tatsächlich mit so einer Optikbürste. Die hat zwei Funktionen. Wir haben einmal hier eine weiche Borstenbürste, mit der wir hier von erstmal so grob den absolut groben Dreck wegmachen können. Gehen immer in Kreisen. Bei der Bürste gehen wir von innen nach außen, um den Schmutz quasi nach außen zu drücken und dann rauszuholen. Habe ich das erledigt, dann habe ich auf der anderen Seite in der Regel so einen Linsenstift oder Linsenpad oder wie sich das nennt. Das ist so eine Art, Filz oder ein weiches Material, mit dem ich dann in leichten kreisenden Bewegungen immer größer werde und die Linse dann quasi abputze. Das ist die Variante Nummer 1. So, diesen Stift gibt es in einem kompletten Optikreinigungsset aus dem Hause Niebling, was ich sehr, sehr schön finde. Da ist auch nochmal so eine normale Borstenbürste dabei, also ein Borstenpinsel. Wir haben eine Anti-Beschlag-Flüssigkeit, ein Anti-Beschlag-Spray mit im Set drin. Wir haben ein Zellstofftuch dort mit drin. Das habe ich mittlerweile ziemlich verschlissen, dass ich jetzt ein anderes Tuch mit reingelegt habe. Ein paar Wattestäbchen sind nie verkehrt. Ein Mikrofasertuch und wie erwähnt benutze ich jetzt hier etwas andere Tücher. Und zwar aus dem Hause Schletek gibt es hier diese wiederverwendbaren und waschbaren Optiktücher im Paketchen. Das sind fast schon DIN A3 große Dinger, wo man sich halt entsprechend ein Stück abschneiden kann. Und dann kann ich hier die Optik entsprechend frei und sauber wischen, um zum Beispiel auch Fettflecke, Schmutz, der vielleicht beim Schießen entstanden ist, etc. runterzuwischen. Ein weiteres Produkt, was man sehr, sehr gut verwenden kann für die Optikreinigung, ist hier aus dem Hause Schletek der Optik-Cleaner. Der Optik-Cleaner, nach dem Schütteln bitte, vorher, ne, ist ein Reinigungsschaum. Der Reinigungsschaum hat den riesen Charme, dass er nicht unter die Dichtung geht. Das heißt, es läuft euch keine Flüssigkeit an Dichtungen vorbei, irgendwie in das Zielfernrohr oder Optikgehäuse rein. So. Wir spruzen da einfach mal so einen schönen, fetten, derben Klecks da oben drauf. Das machen wir dann hier mit dem Zellstoff weg und lassen es jetzt ein bisschen einwirken, damit der Schmutz entsprechend gelöst werden kann. Das Schöne an diesem Schaum ist auch, dass er der Optik eine Beschichtung oben drauf setzt, die also auch an die Beschlag ist, gegen Schmutz resistent ist, etc. So. Und jetzt sehen wir, der Schaum löst sich so langsam auf und dann gehen wir auch in kreisenden Bewegungen, machen wir die Optik schön sauber. Schmutz wird hierdurch gebunden und entfernt. Gucken, dass wir einen trockenen Bereich kriegen, dass es schlierenfrei ist und die Optik ist sauber. Und dieselbe Prozedur machen wir dann ebenfalls auf der Rückseite beim Okular. Ich poste euch die Links unten zu diesen Produkten. Ich finde dieses kleine Set von Niebling sehr, sehr praktisch für unterwegs. Wenn ich auf der Range bin und einfach mal zwischendrin, weil es vielleicht ein bisschen feucht war oder staubig war, meine Optik sauber machen möchte, wenn es dann zu Hause
ins Detail geht, nehme ich dann auch den OptiCleaner, was es auch hier im Großgebinde gibt, 500 Milliliter, das ist ein Haufen Zeug, da können jede Menge Optiken gereinigt werden. Auch diese Reinigungstücher finde ich richtig, richtig schön. Sie sind von der Beschaffenheit sehr weich, sehr anschmiegsam, schützen damit auch die Optik, dass es keine Kratzer gibt und sind, wie gesagt, waschbar und können somit mehrfach verwendet werden. Ihr könnt sie euch auf kleine Stücke zuschneiden, damit sie hier zum Beispiel als Zusatz in das Niblingsset mit reinpassen. Kann man wunderbar miteinander kombinieren. So mache ich zumindest meine Optiken sauber, quick and dirty oder quick and clean danach. Und ja, Links poste ich euch wie gehabt unten. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.